Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Heute zu einer ganz besonderen Folge mit mir und zwar in diesem Monat ist Alles und Nichts mit Anne ein Jahr alt geworden und wenn ihr Lust da drauf habt, mit mir mal Revue passieren zu lassen und euch die schönsten Outtakes von einem Jahr anzuschauen und auch ein bisschen mehr über mich zu erfahren, dann bleibt doch einfach dran. Mich, aber ich will gar nicht so lange schnacken. Bevor wir gleich zu den Outtakes kommen, möchte ich euch gerne, ja, ich glaube, wir kommen auf 10 Fakten über mich erzählen, die ja, die nicht jeder so wirklich weiß und die man schon zum Beispiel auch gar nicht weiß, wenn man mich A nicht persönlich kennt und B nur meinen YouTube-Kanal geschaut hat. Deswegen möchte ich euch gerne ein bisschen mehr Einblick in das Leben von Anne geben. Oh Gott, ob ihr das wirklich braucht, wer weiß. Ich leg einfach mal los. Fakt Nummer 1. Ich bin süchtig nach zuckerfreier Cola. Es ist wirklich schlimm. Prost. Ist wirklich eine ganz schlimme Geschichte mit mir und der zuckerfreien Cola. Im Endeffekt mache ich so alle paar Monate einen kleinen Entzug durch. Die längste Zeit, wo ich keine zuckerfreie Cola getrunken habe, war in der Schwangerschaft. Fakt Nummer 2 über mich. Ich trage nie meinen Ehering. Keine Ahnung warum. Ich habe nach der Hochzeit ein bisschen getragen und dann habe ich irgendwann aufgehört. Bin ja trotzdem verheiratet. Fakt Nummer 3. Ich trage eigentlich eine Brille. Vielleicht haben manche das von euch schon mitbekommen in Insta-Stories oder manchmal auf Fotos bei Instagram habe ich die Brille auf. Ich brauche sie schon zum Gucken. Ich möchte aber eigentlich nicht als Brillenträgerin gesehen werden, obwohl ich euch gar nicht sagen kann, warum. Fakt Nummer 4, ich ziehe immer sehr gerne eine Socke aus. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich ziehe die Socke tatsächlich auch bei anderen Leuten aus, wenn ich da zu Besuch bin oder ich habe auch schon so eine Socke im Restaurant ausgezogen, wenn ich mich da wohl gefühlt habe. Ich laufe auch sehr gerne mit einer Socke aus rum und dann habe ich an dem Fuß, wo ich die Socke aus habe, einen Hausschuh an. Aber an dem anderen Fuß habe ich keinen Hausschuh an, aber eine Socke an. Fakt Nummer 5, lasst mich überlegen, lasst mich nicht lügen, ich nehme regelmäßig Tabletten. Eine für meine Schilddrüse und die andere ist ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, weil ich, Fakt Nummer 6, an chronischen Depressionen leide. Wenn ihr dazu Fragen habt, Unterstützung braucht, mitbetroffen seid, meine Tür ist offen, wir können gerne darüber reden. Fakt Nummer 7. Ach ja, Fakt Nummer 7. Ich habe einen Sprachfehler. Mein Mann lacht sich immer tierisch schlapp darüber und zwar sage ich nicht Wäsche, sondern ich sage mal Wösche mit Ö. Wösche. Er liebt mich trotzdem. Fakt Nummer 8. Was könnte euch noch so interessieren? Fakt Nummer 8. Ich bin noch nie geblitzt worden und stolz drauf. Fakt Nummer 9. Ich habe erst ganz spät angefangen, Kaffee zu trinken, und zwar mit 21 im Medizinstudium. Und Fakt Nummer 10, ich studiere seit 21 Semestern in 2 Studiengängen. 21 Semester sind 10,5 Jahre nach meinem Abitur. Das war's mit den 10 Fakten über mich. Ich hoffe, ihr kennt mich jetzt ein kleines bisschen besser. Mir hat es Spaß gemacht, euch da einfach ja, meinen kleinen Einblick in meine verquere Welt zu geben. Und ohne lang schnacken, machen wir jetzt weiter mit den Outtakes. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hatte auf jeden Fall viel Freude beim Schneiden für euch. Bis dann. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hallo und herzlich willkommen. Da ist übrigens die Kamera. Okay. Nee, ist total wichtig.
den Vlog aus dem Urlaub sehen. Ja, nein, vielleicht. Ich mag Toastbrot. I don't know. Ich glaube, du kannst noch ein Stückchen zu mir ins Bild reinkommen. Hi. Ich war auch überrascht. Wie klein das hier ist. Ich muss erstmal hier sortieren, wo alle alles hinstellt. Also, Mama ist on fleek. Ja, gelernt von Anne. Das Video hat auf einmal aufgenommen, ja. Also, dann lasst uns mal aufgehen, ab ins Bad. Bei uns hat es gerade geklingelt. Ich lasse den mal rein. Rihanna, deine Lippenprodukte riechen wie die IKEA-Duftkerze. Weil ich halt einfach wollte. Bringt das auch nichts? Denn sonst... Ja. Wir sagen nicht, was ich jetzt gerade gemacht habe. Warum will ich lachen? Gerade so richtig so Sport gemacht hat oder so, keine Ahnung. Ich hole noch einen Pinsel, mit dem man das machen kann. Jeder ist schön. Ja, ja. Und du hast es ja jetzt auch als Video, dann kannst du es dir nochmal angucken. Finde ich, dass die Kamera ein bisschen weit oben ist? Ein bisschen weit oben? Mischen auf. Bäm, einfach nur The Shock. Jetzt bin ich ja gespannt hier. Awesome. Jessica Alba. Echte Make-up-Junkies weinen auch manchmal Make-up. Relativ schnell heute gehen. Dieses Schild und ich. Unfassbar. Sie auf. Zeitlupe. Da hat die Wolke einen Abgang gemacht. Ja, noch gar nicht wirklich getroffen. Oh, Scheiße. Was für die Outtakes. Ist doch nicht zu fassen. Den Mittelfinger dazu. Ich will euch gar nicht den Mittelfinger zeigen. Mann! Ich muss kurz aufstehen, um Hände sauber zu machen. Und dann auch noch das Mikrofon abmachen. Wie blöd von mir. Tja, ich glaube, ein Thumbnail wird hier gar nicht so einfach. Beeilen wir uns mal. Oh, schrecki Baby nicht die ganze Zeit mault. Im Hintergrund könnt ihr meinen Sohn hören, weil manchmal ist es einfach so, dass ich Videos machen muss, wenn mein Baby wach ist. Ich muss mal kurze Pause machen, weil Baby mich braucht. Bis gleich. Musste schnell das Baby stillen. Ihr wisst ja, wie es ist. I've got nothing to hide. Ihr könnt mir ins Gesicht gucken. Woo, hi. Welcome to my face. Habt ihr das auch? Gute und schlechte Augenbraue? Lasst es mich mal wissen. Guckt mal, meine empfindliche Haut. Hier habe ich mich gekratzt. Auf dem T-Shirt steht total ratifiziert, aber es geht mir gut. Geheimtipp für euch.
Dabei ist sie aus wie ein V. Ich liebe es. I'm a sexual. Yeah. Am I everything you need? You better rock everybody. Everybody. Yeah. Rock your booty. Yeah. Everybody. Rock your booty, rock it. Do 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 do. Back street, back. Alright. Do do do. Und da unten. Weil ihr kommt doch sowieso wieder und dann könnt ihr auch einfach ein Abo dalassen. Wird schon irgendwas dabei gewesen sein. So, seid da wieder zurück. Haben euch die Outtakes Spaß gemacht? Falls ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, solltet ihr es doch jetzt unbedingt tun. Ja, und ich hatte bei Instagram eine Überraschung für euch angekündigt, also überhaupt dieses ganze Outtakes-Video war eine kleine Überraschung, die ich mir für euch ausgedacht habe, weil ich sowas selber super gerne sehe, was da so in der Zeit alles schief gegangen ist oder was da für witzige Sachen mit dabei waren. Und ich habe, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, wieder eine kleine Überraschung für euch zusammengepackt. Ich habe ja auch einige Abo-Boxen, da habe ich manchmal Sachen beiseite gelegt für euch. Ich habe aber auch ganz gezielt Produkte besorgt, wo ich mir dachte, die sind wirklich schön, gerade vielleicht für Mamas oder für Personen, die wenig Zeit haben und oder sich gerade erst anfangen zu schminken, habe ich euch einfach mal so eine kleine Basic-Make-up-Tasche zusammengepackt. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Angefangen wird hier mit dieser total süßen Kulturtasche. Die ist aus so einem, ja, ich würde sagen, wie so ein papierähnliches, robustes Material. Auf jeden Fall ist es wasserabweisend. Und ich finde es halt so schön. Your Natural Beauty steht da drauf. Und ja, ich bin heute völlig ungeschminkt vor der Kamera, weil ich finde, das ist auch total wichtig, dass man auch das sieht, dass man auch schön ist ohne Schminke. Gerade wenn es um einen Kanal geht, wo es um Schminke geht, ist es mir wichtig, dass ihr mich auch immer wieder mal ungeschminkt seht. Genau. Also natürlich darf Wellness nicht fehlen. Ich habe euch eine Gesichtsmaske reingepackt von Balea. Ich habe euch eigentlich alles für einen kompletten Look reingepackt, ne? Also angefangen von einer richtig schönen Drogeriemascara von Essence. Die macht ganz tolle Wimpern, die hat so ein Bürstchen hier. Die habe ich für euch reingepackt. Natürlich alles unbenutzt, ne? Dann habe ich euch einen Filz-Eyeliner dazu gepackt. Der war mal in einer Beautybox von mir drin und ich benutze ja keine Eyeliner. Dann habe ich euch nicht nur eine, nein, zwei Lidschattenpaletten reingepackt. Einmal ein Quattro von Wet n Wild mit so einen schönen Basisfarben. Und dann hier noch so eine Trifle Cosmetics Praline Palette. Und ja, die ist ein bisschen interessanter, sag ich mal, wenn man weggehen will. Da sind nämlich nur Schimmertöne drin. Und da ihr wisst, Schimmertöne reichen mir nicht, um den Look zu schminken. Deswegen habe ich euch, ne, das Applikator-Ding, das tue ich mal weg, halte ich kurz in Hand, habe ich euch zu dieser Palette, wo nur Schimmertöne drin sind, auch noch die andere Palette getan, wo auch matte Töne dabei sind. Könnt ihr gerne kombinieren. Weiter für die Augen habe ich euch von Essence ein Make Me Brow Augenbrauenpomade, ein Augenbrauenmascara mit reingetan. Ja, ich wusste natürlich nicht, ja, welche Farbe ich nehmen soll. Ich habe einfach so einen Braun genommen, so einen Mittelton. Ich hoffe, es klappt. So, weil wir ja auch scheinen wollen, habe ich euch von Wet n Wild einen wunderschönen Highlighter mit reingetan in der Farbe Blossom Glow. Das ist wohl einer ihrer Signature Highlighter, der soll sehr, sehr gut sein. Den kann ich aber nicht aufmachen für euch, weil der ist natürlich noch verschlossen.
Und für die Wangen habe ich euch ein Wangenprodukt mit reingetan. Und zwar von Maybelline, den Heat Cheek in der Farbe, lasst mich nicht lügen, Rose Flash. Natürlich auch noch original verpackt noch zu. Und einen ganz wunderbaren Liquid Lipstick, auch von der Firma Wet n Wild. Den habe ich selber, trage ihn super gerne und der ist einfach wunderschön. Und zwar ist es der Berry Recognize. Genau, ein Liquid Lipstick. So, und weil das natürlich noch nicht genug ist, das letzte Produkt, was ich euch reingepackt habe, ist eine Halskette. Damit ihr schön aussieht. Genau. Diese Sachen, die packe ich jetzt alle wieder rein. Ja, ich hoffe, dieses prall gefüllte Make-up-Beutelchen wird euch freuen. Und ihr fragt euch natürlich jetzt, was müssen wir tun, damit wir das gewinnen können. Um an der Verlosung teilzunehmen, stehen alle Informationen unten in der Infobox. Und ihr seid bitte sichtbare Abonnentin meines Kanals. Lasst mir bitte einen lieben Kommentar da mit dem Hashtag ein Jahr. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Das erhöht meine Reichweite. Ja, ihr solltet dann auch unbedingt in den nächsten Tagen bei Instagram mal vorbeischauen. Da wird es vielleicht auch noch was Schönes geben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den Outtakes. Bei dem Video sind auch schon wieder einige Outtakes dabei. Mal schauen, ob ich die noch mit einfüge in das Video oder aufhebe für ein nächstes Outtakes-Video. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt schön gesund. Bis dann. Ciao.